Ja, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von The Wind Waker. Ja, so heißt das Spiel, in welches wir uns gerade stürzen. Im letzten Part haben wir hier hinten die Insel erkundet und ein Herzteil ergattert. Aber unser eigentliches Ziel ist die Insel hier vor uns. Es handelt sich um diese Insel mit diesem lustigen Berg oder dieser Spitze, die aus dem Meer zu ragen scheint. Ich bin gespannt, was wir da so finden können. Auf jeden Fall bekommen wir hier ordentlich Rubine angeboten auf dem offenen Meer. Ich weiß nicht, wer die da verteilt hat. Und auch sehr lustig, dass man mit dem Boot springen kann. Erinnert mich an Mario Kart irgendwie. Weil man da jetzt nicht Boote hatte, sondern irgendwie so Autos oder Karts eben. Ja, cool. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Draconia. So heißt die Insel, wenn ich mich nicht komplett irre. Es ist auch angenehm, dass wir hier von unseren Möwen begleitet werden über den kompletten Ozean. Habe ich natürlich jetzt die tolle Fässer-Challenge verpasst. Aber okay. Aha, und wir sehen... Oh, was ist das denn da oben schon? Ist das irgendwie eine Pflanze oder was? Auf jeden Fall sind da ordentlich Wolken um den Gipfel. Naja. Und was passiert jetzt? Schön ist in dieser Cutscene. Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Draconia. Genau, wunderschön. Ah, Terry ist auch schon vor Ort, wunderbar. Der gute Terry. Oh man, nur wegen seinem Fischfutter. Oder wegen seinem Universalfutter hat uns der Vogel gefunden in der verwunschenen Bastion, ey. Hätten wir es bloß nicht gekauft. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu. Mhm. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt Dins Diamant in Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Orni. Okay, tschüss. Ach ja, einen Moment noch bitte. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Und er ist auf einmal in meinem Mund. Je nach Verwendung ist es möglich, die Kräfte der Götter auf seine Seite zu haben, aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun, zu irgendwas wird er schon noch zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal zum Probieren? Ja? Versuche dich zuerst am Dreiertakt. Lass Steuer kurz unangetastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe von C-Stick. Ja, cool. Ich will auch. Bitte. Da, da, da. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich mich so verkackt dabei. Ich war so schlecht. Aber ich habe einfach nicht das System verstanden. Ich habe ungefähr 10 Versuche gebraucht, das erste Lied zu schaffen. Nicht schlecht. Das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Drücke zur Seite und schwinge den Taktstock mit Hilfe von C. Ich finde es cool, dass es in Zelda-Spielen immer solche Instrumente gibt. Eine Flöte, eine Ocarina, ein Dudelsack. Da, 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 da. Das ist es, Zalf. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Das hat er damals auch schon gesagt, als ich 10 Versuche gebraucht hatte. Drückst du zur Seite, kannst du außerdem noch 6er Takte spielen, aber das schaffst du jetzt momentan eh noch nicht, also vergiss es. Yeah, der Taktstock des Windes. Cool. Jetzt können wir also unsere... Ja, jetzt haben wir quasi unser Standardinstrument bekommen. Und mit dem können wir irgendwelche Lieder spielen, aber wir kennen noch keine Lieder. Hm, na toll. Aber ich glaube, naja, so schnell werden wir eh kein Lied bekommen, oder? Also ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern. Mal gucken, was es hier so gibt zu finden. Aha, was ist das denn? Aha. Ein kleiner Felsvorsprung, oder was soll das sein? Und ein Grabstein ist da drauf, oder was? Ne, zwei, aber einer ist kaputt. Aha. Dort sind Zeichen, welche Richtungen anzugeben scheinen. Also, hey, Moment mal, das ist doch... Kann ich da nicht vielleicht schon gleich den Taktstock hier verwenden? Ups, jetzt hab ich Bullshit gemacht. So. Aha, wow. Mensch. Und jetzt können wir hier quasi unser erstes Lied lernen, oder was ist das hier? Naja, versuchen wir nochmal die Melodie hier nachzuspielen. Erfolgreich, wunderbar. Und was haben wir jetzt erreicht dadurch? Wir haben das Lied des Windes erlernt. Richtig cool. Und mit dem Lied ist es uns jetzt möglich, die Windrichtung zu beeinflussen. Richtig cool. Damit können wir zum Beispiel auch die Windmühle und Portemonnaie jetzt wieder ins Schwung bringen. Wirklich ein mustergütiger Wind. Was ist das für ein Typ? Er fliegt auf dieser Wolke von Son Goku auf jeden Fall. Gestatten, Zephos. Meines Zeichens Gott des Windes. Bist du der neue Meister des Windes? Für dein erstes Mal zeigst du aber schon beachtliche Windverständnisse. Junge, du gefällst mir.
Das Lied, das du soeben erlernt hast, ermöglicht es dir, die Richtung des Windes nach Lust und Laune zu verändern. Der Wind kann je nach Verwendung für gute, aber leider auch für böse Zwecke eingesetzt werden. Beschämenderweise verlor mein Bruder Zyklos die Beherrschung, als jemand sein Denkmal zerstört hat. Daher lässt er nun auf hoher See einen furchtbaren Wirbelsturm toben, der die Seefahrer in Gefahr bringt. Solltest du auf See also seinen Wirbelsturm treffen, dann bring meinen Bruder doch bitte wieder zur Vernunft. Möge der Wind mit dir sein, Junge. Ja, Star Wars Reference. Tschüss, ne? Wie heißt diese Wolke von Son Goku nochmal? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hatte einen Namen, aber er ist mir gerade entfallen. Schade. Okay, wieder zurück. Also cool, wir haben hier schon mal ein Lied gelernt. Krasse Sache. Und jetzt können wir den Taktstock des Windes sogar zu etwas zu gebrauchen. Voll cool. Aber eigentlich ist ja unsere Aufgabe hier ja was anderes. Wir sollten Dins Dämont finden. Windschrein. Postbotenhaus. Postbotenhaus? Lebt hier vielleicht dieser Postbote? Ja. Na toll. Der Wegweiser war aber nicht sehr hilfreich. So, und was ist hier noch auf diesem lustigen Schild verewigt? Vorsicht, Mann! Die explosive Pflanzen nicht reizen! Explosive Pflanzen, cool. Können wir vielleicht nutzen, um hier irgendwie einen Weg freizuspringen. Wow, hat sogar geklappt. Ich dachte, die wäre voll daneben gelandet, aber okay. Und dann nehmen wir nochmal gleich die zweite mit. Hier oben ist ja noch ein Stein. Ah! Reicht das überhaupt bis da oder ist da oben eine neue vorgesehen dafür? Hier ist eine neue, cool. Cool. Ja, knallen wir hier auch mal den Felsen weg. Ich weiß nicht, was da gerade ist. Auf jeden Fall ist da hinten noch ein Schild. Das möchte ich gleich nochmal lesen. Mal sehen, was da wohl drauf steht. Geheimes Schild. Lesen, bitte. Pfeil nach oben! Wow. Wir blicken nochmal direkt nach oben. Aha. Das hilft uns jetzt momentan noch nicht weiter. Vielleicht später. No. Okay, weiter geht's. Wir sprengen hier einen Felsen nach dem anderen weg. Um uns den Weg zum Gipfel zu ebnen. So, weiter geht's. Ein gelber Rubin nehme ich natürlich gerne mit. Der entspricht 10 grünen Rubinen. Sehr cool, ein 10er. Hier sind überall Schilder. Postbotenhaus zur Seite. Ja, Brücke ist kaputt. Was soll denn dieser Scheiß? Oh Mann, ey. Warum reparieren die das nicht einfach? Da kommt doch keiner mehr hoch so. Ups. Oh Mann, ey. Ich wünschte, ich könnte fliegen irgendwie. Ansonsten weiß ich nicht. Über die Brücke kann ja wohl wirklich niemand. Und diese Brücke ist jetzt wirklich kaputt. Und da machen die kein Schild hin. Aber bei unserer Heimatinsel, wo ein einziger Planke fehlt, machen die ein Schild und pflanzen Bäume, um uns den Zugang zu versperren. Was ist denn das für eine... Oh Mann, ich stemme mich hier gerade selten dämlich an mit diesem Stein. Das ist jetzt schon die vierte Bombe, die daneben ging oder so. Ja, sehr skilled, ich weiß. Und jetzt aber bitte. Ja, endlich. Ich musste mich so aufregen über diese Brücke. Und über die Brücke im Präludien. Und dass die da so ein Schild gemacht haben und Steine gepflanzt haben. Und hier gar nicht, obwohl die hier viel schlimmer ist. Also das ist ja mal wieder, ne? Kann ich mir wieder nur drüber aufregen. Immer diese, wer das zu verantworten hat, weiß ich nicht. Bürgermeister. So, wir schleichen uns hier mittels Anpressen an der schmalen Felsspalte lang, nehmen noch den Rubin hier mit, den da irgendjemand vergessen hat. Und dann knallen wir noch den letzten Felsen hier weg, der uns im Weg ist. Wow. Cool, jetzt haben wir auch gleich hier die Steine hier und da können wir eine Abkürzung schaffen, falls wir nochmal schneller nach oben müssen. Und das haben wir noch einmal glatt gemacht. So. Hier ist auch der Briefkasten. Mhm. Ja, mal gucken. Und da ist der Postbote. Cool. Den kennen wir ja noch von Präludien. Hi, Alter. Was geht ab? Coole Tasche. Von Eastpack. Zeif? Sei mir gegrüßt, Zeif. Du bist also wohlauf? Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hierher zu kommen? Ganz ohne Flügel? Da war so eine Brücke und die war kaputt. Ja. Und was ist mit deiner Schwester überhaupt? Ja, ich... verstehe. Aber mach dir keine Sorgen, es geht dir bestimmt prächtig. Aber Zeif, was hältst du davon, mal bei unserem Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unsere Stammesführer wird dich mit viel Verständnis und Hilfebereitschaft begegnen. Am besten, ich gehe schon mal voraus und erzähle über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Zeif. Also dann, ich erwarte dich. Ja, tschüss. Ja, und er fliegt einfach weg. Wie soll ich denn da hinterherkommen? Es muss noch irgendwo einen anderen Weg geben. Cool. Aber immer noch eine schöne Aussicht von diesem Plateau hier. Da unten sieht man nochmal diese Insel mit dem Altar, wo ich gerade das Lied gelernt habe. Okay, aber wir gehen einfach mal hier über diesen installierten Weg, den die hier angebracht haben. Extra für solche Besucher wie mich, die keine Flügel haben. Na gut, und rein in die gute Stube. Was haben wir denn hier für eine schöne Höhle?
Ah, das ist eine Stadt oder sowas? Mhm. Und hier haben alle solche komischen Flügel. Das sind alles solche Vögel. Und, konntet ihr herausfinden, warum der große Walu so außer sich ist? Mhm. Hi. Oh, du musst Zeif sein. Larciel hat mir alles erzählt. Ist Larciel der Postbote? Cooler Name. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Also, ich hätte gerne 500 Rubine, das Masterschwert, einen Feuerring und Schwimmflossen. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Und einen McDonald's-Gutschein, bitte. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache oben auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Ach, das war ein Drache. Ich dachte, das war eine Pflanze. Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Walu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, diese ermöglicht es dann, dass unsere Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Walu ganz außer sich vor Wut und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die flüggen Kinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Walu gehen und ihre Drachenschuppen in Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes Postboten werden. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dieses für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen. Immerhin bis dieses Angelegenheit ausgestanden ist, ne? Okay. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Zeif in der Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bitten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Ist Komori der geheime, die geheime Tür oder was? Da magst du recht haben. Nee, Komori ist der Sohn von ihm, glaube ich. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Walu hegt er nunmehr gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht ja ein wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen? Auf keinen Fall, Mann. Drecksplagen hat dich schon im Portemonnaie genug. Danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Medoli in Verwahrung gegeben, also frage sie bitte danach. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Übrigens hast du ein komisches Gewand an. Das ist das Heldengewand und keiner hier findet das merkwürdig. Naja. Ach ja, Zeif, ich habe etwas hier für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Hm? Wow, die Posttasche! Die habe ich ja noch so cool gefunden von ihm, von Eastpack. Eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst, zum Beispiel Post. Willst du in ihr hineinsehen, wähle sie aus und drücke X, Return oder Z. Medoli findest du im Zimmer oben. Überlass die Angelegenheiten mit Walu ruhig uns. Kümmer du dich bitte um Komori. Aha, okay. Ich darf wieder Babysitter spielen, weil die Eltern das hier nicht, ja, die bekommen das nicht hin, die sind nicht autoritär genug. Hi, was bist du denn für einer? Oh, du musst der Junge sein, von dem der Stammesführer erzählt hat. Der kleine Komori ist eigentlich ein wirklich braver Junge, musst du wissen. Naja, sein Vater ist ein sehr beschäftigter Mann und Komori war oft alleine, als er noch ganz klein war. Dennoch hat er sich nie beschwert. Aber seit seine Großmutter, die sich sonst immer um ihn gekümmert hat, verstorben ist, hat er seinen Mut und sein Selbstvertrauen verloren. Seine Großmutter war eine herausragende und wichtige Persönlichkeit. Und diese Kugel, die er immer fest umschlossen hält, war ursprünglich ein Geschenk des großen Walu an seine Großmutter. Mhm. Interessantes Hintergrundwissen, was wir hier erhalten. Wo geht's denn hier lang? Ist das der Eingang, wo wir reingekommen sind? Falls ja, dann ist das Fail gewesen gerade von mir, dass ich hier jetzt rausgehe. Ah, nee, okay. Und warum sind hier alle Brücken zerstört? Seid ihr eigentlich total wahnsinnig? Wieso repariert ihr nicht eure Brücken? Meine Herren. Also hier komme ich erstmal nicht weiter. Brücke ist im Eimer. Und das Wetter ist auch ungünstig da drin, in diesem Krater. Okay, aber wir sind gerade bei 15 Minuten wieder angekommen.
Und ich glaube, im nächsten Part kümmern wir uns darum, hier mal die Draconia-Insel genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir wollen auch mit Komori mal ein ernstes Wörtchen reden und ihm vielleicht mal ordentlich den Podex versohlen, damit er mal auf seinen Vater hört. Ja, aber bis dahin würde ich sagen, ich verabschiede mich erstmal. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt und ihr euch dieses Schlamassel mit mir angetan habt. Ja, und im nächsten Part sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Wind Waker. Also Leute, bis dann. Ciao!